Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das ist so eine richtig kleine... Ja, Stelle. Ja, für Obdachlose und andere. Ich hatte hier schon diverse Ruhestörungen. Die Polizei ist hier, hallo, können Sie uns hören? Guten Tag. Warum stehen Sie bitte in Unterwäsche hier? Ja, ich habe mich hier eigentlich mit einem, also mein Name ist Lara Breitschwert, ich habe mich hier eigentlich mit einer Freundin, also mit einem Mädchen wollte ich mich hier treffen. Also keine Freundin, ein kleines Mädchen, richtig? Ja. 10 Jahre, kann das sein? Ja, mit dir habe ich geschrieben. Wir waren hier verabredet, damit ich ein Tablet von ihr abkaufe. Das Mädchen war definitiv hier nicht alleine. Sie gab an, dass sie mit 2 Freunden, Bekannten hier gewesen sei und diese ganze Nummer mit dem Tablet letztendlich einem Aufnahmeritual in deren Gang diente. Okay, verraten Sie mir allen, das 10-jährige Mädchen. Ist das hier aufgetaucht? Ist das hier irgendwo? Nein. Sind die Freunde auch noch aktuell hier irgendwo? Ja, die müssten noch hier sein. Gut. Und ihre Klamotten vorne, die haben da, das sind die Verbrannten da, wo wir gerade hier Feuerwehr gespielt haben? Die sind verbrannt. Die sind verbrannt worden, ja. Wir haben vorne Jeans, eine Jacke oder sonst was, das konnten wir nicht genau erkennen. Da lag auch ihr Ausweis neben. Ja, genau, deswegen haben wir ihren Ausweis und deswegen können wir sie zuordnen. Aber wir haben vorne auf jeden Fall, weil es ist richtig kalt und Ihnen ist mit Sicherheit auch kalt, wir haben vorne eine Jacke. Ich würde sagen, wir gehen vorne ans Auto erstmal, ja? Ja, machen wir, alles gut. Gut. Bitte. Die Polizisten wissen jetzt aufgrund der Zeugenaussage, dass die vermisste 10-Jährige hier verabredet war. Vielleicht wird sie von den Leuten gefangen gehalten, die die Tabletkäuferin bedrängt haben. Runterkommen! Hast du dich Bulli gerufen oder was? Meinst, mach du mal ganz kleine Brötchen? Hat er uns jetzt gerade echt Bulle? Beide. Hat dieser Halbstarke uns gerade echt Bulle genannt? Hm. Ihr Handy? Stressig. Herzlichen Dank, das ist erstmal sichergestellt. Verletzung des höchstpersönlichen Bereichs ist durch. Wir sagten runterkommen und nicht hinsetzen. Auf. Ja, runter. Los. Soll das jetzt hier? So, gerade noch schön Joint weggeschmissen, ja? Meine Kippe. Damit ja, sicher, natürlich. Kippe rieche ich auch bis da hinten. Damit ist der Drogentest auf jeden Fall schon mal gebucht. Der ist gebucht. Eine Durchsuchung der Tasche ist gebucht. Polizeioberkommissar Lukas Becker findet weder Drogen noch Waffen in der Tasche. Es gibt keinen Hinweis auf das vermisste Mädchen. Die Fahnder müssen mit der Suche nach dem Kind von vorne anfangen. Wie gesagt, Beschuldigte einer Straftat, mehrerer Straftaten, Sie müssen dazu nichts sagen, etc. Aber ich gebe Ihnen jetzt auch noch mal die Möglichkeit, sich hier zu äußern, ja, besonders sich auch noch mal zu entschuldigen. Ja, weil entschuldigen? Wofür sie hat doch verkackt. Sie hat doch gar nicht das Tablet geliefert. Was hat sie denn verkackt? Ach, guck mal, da haben wir das Tablet geliefert. Ja, natürlich. Also sind Sie hier die ganzen Anstifter der ganzen Sache gewesen mit diesem Tablet? Sie wollte uns, damit sie endlich zu uns gehört, ein Tablet liefern. Und das hat sie nicht gemacht. Das ist ja auch wahnsinnig cool sein, zu euch zu gehören. Also könnt mir nichts Schöneres vorstellen. Die Ermittler geben den Fall an die Verstärkung. Sie wollen sich schnellstmöglich wieder an der Suche nach der kleinen Sina beteiligen. Die 10-Jährige leidet an Asthma. Ohne ihr Asthma-Spray ist sie bei einem Anfall in Lebensgefahr. Noch gibt es keine Hinweise auf ihren Verbleib. Ja, machen wir. Gut, dann würde ich dich bitten, einfach die Situation hier zu übernehmen. Das ist einmal sie. Sie ist die Geschädigte hier. Okay. Ja, sie wurde quasi genötigt. Es laufen auch mehrere Straftaten gegen die beiden hier. Okay. Wir haben hier ein Hausfriedensbruch, Nötigung, Sachbeschädigung, BTM. Der Junge auf jeden Fall. Das heißt, ein Drogentest muss gemacht werden. Machen wir. Okay, dann die Kleine kann die Jacke erstmal behalten. Die ist von mir. Okay. Das nachher wieder. Ja, genau. Und wie gesagt, mit sowas, das muss echt nicht sein. Ja, unsere Intention war natürlich eine ganz andere, hierher zu kommen. Wir haben gehofft, die kleine Sina hier zu treffen. Das war jetzt nicht der Fall. Wir haben uns jetzt damit beschäftigen müssen, aber zum Glück sind wir ja nicht die einzigen beiden Polizisten. Wir haben ja noch viele Kollegen, die im Raum unterwegs sind. Genau, die Kriminalpolizei ist in vermissten Sachen federführend und auch zuständig. Von daher fahren wir jetzt schnellstmöglich zum Präsidium, übergeben den ganzen Sachverhalt und werden dann mit denen zusammen natürlich weiter ermitteln, um Sina schnellstmöglich zu finden. Da würde ich sagen, fahren wir jetzt direkt dahin und dann ist gut. Mit den Herrschaften haben wir aber auch noch einige zu reden. Das wird parallel abgearbeitet. Aber keine Sorge, wir haben jede Menge Einsatzkräfte draußen vor Ort, die wirklich auch 15, mit der Suche... Die sind damit beschäftigt, also es wird aktiv gesucht nach ihr. Reinkommt, die 1525 arbeitet den BTM-Fall weiter ab. Für euch zur Info, wir haben jetzt auch die Druckhäfen und die Bahnhöfe, sprich die Bundespolizei informiert, nur zur Info. Und dann den Radius erweitert, der Ringfahrnummer 50. Ja, perfekt. Er bittet nochmal zusätzlich den Taxizentralen und den öffentlichen Verkehrsmitteln Kenntnis geben. Die vielen zusätzlichen Augenpaare auf der Straße helfen der Polizei im Fall der kleinen, asthmakranken 10-Jährigen nicht. Es gibt keinerlei Sichtmeldungen. Ein Hinweis darauf, dass sich das Kind vermutlich in einem Gebäude befindet. Auf dem Präsidium übernehmen die Kriminalhauptkommissare Frank Steffens und Jan-Ove Mertens die Befragung der Eltern. Was können Sie uns mitteilen? Wo könnte Ihre Tochter sein? Was haben Sie schon alles angerufen? Wen? Ich habe verschiedenste Klassenkameradinnen angerufen und meine Mutter und meine Freundin, aber nirgendwo war sie.
Okay, wann haben Sie Ihre Tochter denn, Sie sagten, oder wir hörten gerade, Ihre Tochter ist bei Ihrem Mann oder ja. Ex-Mann oder wer, was ist das? Ich habe sie, mein zukünftiger Ex-Mann. Okay, also Sie leben getrennt eigentlich. Und wann haben Sie Ihre Tochter, wie alt ist Ihre Tochter überhaupt? 10 Jahre alt. 10 Jahre. Und so in der Verfassung so, sonst klar, sie kommt klar mit allem, das Einzige, altersgemäß auch. Ja. Wann haben Sie Ihre Tochter abgegeben? Gestern Nachmittag habe ich sie zum Büro gebracht. Haben Sie schon Krankenhäuser angerufen? Hast du da Krankenhäuser? Probiert. Haben Sie da schon mal dran gedacht? Sonst machen wir das gleich. Alles das, gut. Wir machen das gleich. Ich veranlasse das gleich. Aber trotzdem noch eine Frage zur Zeit. Wann haben Sie Ihre Tochter das letzte Mal bei Ihnen in der Wohnung gesehen? Weil da war sie ja, oder? Sie war ja heute, sie war ja am Spielen gewesen. Wir wollten dann im Baden gemeinsam und da war sie noch im Schlafanzug und ja, danach hat es dann plötzlich geklopft. Ja. Also ich hatte schon deutlich den Eindruck, dass beide Elternteile ein Interesse an ihrem Kind hatten. Da kann man nicht sagen, der eine mehr, der andere weniger. Und ja, die Freundin, die war weniger tangiert, aber es ist halt nicht ihr Kind. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Haben Sie eine Idee, wo Ihre Tochter sein könnte? Ich habe keine Ahnung. Also Schule, Ahnung. Mutter, hab, Freundin, haben wir gehört, weiß Verwandte. Ich nicht, Spielplätze haben Sie... Kann man da vielleicht die Spielplätze abfahren oder sowas? Ich weiß es nicht. Das da hat sich ja noch nie so als ereignet. Das läuft schon. Spielplätze werden schon abgefahren. Ja. Ja. Busse werden auch angefragt, alles Mögliche. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, es geht um Ihre Tochter. Ja, weiß ich. So, ja, ich gab es irgendwie Stress, wenn es Stress gab? Oder vielleicht nein, haben Sie ein Problem nein, mit ihr? Kommen super mit miteinander ihr? Klar. Nein. Kommen super miteinander. Wir haben ein super Verhältnis einfach. Das ist, ich kann mir das nicht erklären. Noch wissen die Beamten nicht, ob das Mädchen Opfer eines Verbrechens ist. Sie könnte sich auch selbst in Schwierigkeiten gebracht haben. Jan-Ove Mertens will den Suchradius eingrenzen. Eben habe ich gehört, Tablet, haben die Kollegen gesagt. Was für ein Tablet ist das? Ist das ein vernetztes Tablet? Könnte man das notfalls ansteuern? Also, das ist ein Kindertablet. Also damit okay, was heißt Kindertablet? Also heutzutage spielen die mit einem, was modern ist und auf dem Markt ist. Die sind WLAN-fähig, man kann kommunizieren im Internet somit auch, mit anderen vielleicht. Macht sie sowas? SIM-Karten, ist da eine SIM-Karte drin, wissen Sie das? Versuchen Sie sich mal zu erinnern, das ist wichtig. Du hast ja damals ihr Geschenk gehabt. Ich habe ja nur die Hülle dazu gekauft. Also, man kann damit ins Internet oder auch telefonieren vielleicht? Wie telefonieren? Wissen Kennen Sie die Zugangsdaten zu dem Tablet? Ja, ich habe es ja installiert. Die Login-Daten? Okay. Haben Sie? Ja. Was ist der Username? Uli 2. Uli 2? Uli 2. Wie Doppel L ein? Ja. Uli 2. Uli groß geschrieben oder klar? Ja. Uli 2, also die 2 oder ausgeschrieben? Nein, eine Zahl. Okay. Und das Passwort? Das ist Einhorn. Einhorn, das macht Sinn. Ich hab da so eine Idee. Ich probiere das mal eben aus, das muss ich nicht hier machen. Okay. Du kommst, machst das. Ich komme gleich mal ins Büro rüber, ja? Letztendlich wollte ich keine Chance ungenutzt lassen und habe die Spezialisten gefragt, ob man ja, das Tablet in irgendeiner Weise connecten kann. Mein Gedanke dahinter war, dass die Tochter möglicherweise noch im Besitz des Tablets ist. Und dass wir auf diesem Wege, wenn eine Zusammenschaltung funktionieren würde, dass wir auf diesem Wege Informationen rüberkriegen, wo sie sich gerade aufhält. Ich glaube kaum, dass das Mädchen uns detaillierte Ortsangaben machen kann, aber vielleicht hat sie die Kamera an und dass wir auf diesem Wege irgendwelche Informationen gewinnen. Ja, wir haben überhaupt kein Problem. Wir haben es absolut in Freundschaft getrennt. Wir haben jetzt immer noch nichts. Weder von der Bundespolizei, ich habe gerade mit der Leitstelle gesprochen, Verkehrsmitteltaxi, gar nichts. Ja gut, die Kollegen sind ja weiter im Nahbereich. Wie wollte ich dir nur sagen? Danke dir. Frank Steffens setzt die Befragung fort. Jede unbedeutend scheinende Kleinigkeit kann relevant sein. Jan-Ove Mertens hat eine gute Nachricht. Die Verbindung zum Tablet der Tochter konnte hergestellt werden. Das hat offensichtlich geklappt. Das müsste aber wegen dieser Schaltung bei dir jetzt kommen. Also wir haben eine Verbindung laut... Was? Ja, guck mal eben nach. Zu Sinas Tablet? Ja. Oh, gucken Sie mal, Sina. Es läuft. Sina, hörst du mich? Sina. Guck mal mit. Ich wollte mein Tablet holen, weil ich es hier vergessen habe. Sina. Aber irgendwas ist hier merkwürdig. Hier ist ein Mann mit einer Frau, die haben beide eine Maske an. Und die sind böse zu den Leuten, die hier putzen. Ich kann es mal zeigen. Ey! Ich hab oh, Scheiße. Das sagst du nicht auch. Leute, dann lernst du mich kennen, ja? Kennen Sie das Gebäude? Das sieht so aus wie ein Mann. Okay. Okay. Das würde passen. Wenn da was passiert. Na, warte! Scheiße, lach dich nicht noch. Sie ist weg, er hat sie auf jeden Fall nicht direkt. Sie hat sich irgendwie versteckt. Okay.
Das sieht aber ich versuch, ich aus. Ich versuche das mal rüber zu jagen. Ja. Gehst du mit ihr schon rüber? Das sollte der Vater auch sehen. Alles klar, wir gehen auf jeden Fall schon mal rüber. Kommen Sie mit. Nehmen Sie Ihr Handy mit. Nehmen Sie Ihr Handy mit. Die Kommissare zeigen auch dem Vater das Video. Sie wollen herausfinden, aus welchem Grund der Verbrecher in das Gebäude eingedrungen sein könnte. Wenn das Motiv bekannt ist, kann der Täter eingeschätzt werden, was den Zugriff und die Befreiung der Tochter erleichtert. Das ist bei mir im Büro. Wir müssen da sofort hinfahren. Ist das Ihr Büro? Ja, natürlich. Ich habe das erkannt gerade, als Sie das Tablet geht Sie denn gut? Ist das alles dabei? Jetzt von ihr? Haben Sie einen Schlüssel dabei? Für das, natürlich habe ich einen Schlüssel für das Büro, ja. Haben Sie da irgendwelche Wertgegenstände? Gucken Sie mal, das Thema mit der Maske da rum. Ist Ihr Schlüssel da dran? Ganz ruhig. Hektik ist jetzt ein falscher Ratgeber. Da fehlt ein Schlüssel. Also, ich habe den Büroschlüssel hier. Das ist jetzt aber eine andere Sache. Da fehlt ein Schlüssel zu einem Schrank. Was für ein Schrank? Ich habe einen Tresor bei mir im Büro. Da ist eine gewisse Bargeldmenge da, weil momentan kommen relativ viele Lieferanten. Okay, das wäre wichtig zu wissen, wie hoch ist die Bargeldmenge, denn wir müssen das wissen. Übernommen. 5.000, 6.000 Euro und ich habe die, das ist ein PIN-Code und ich habe den PIN-Code habe ich in einem separaten Schrank drin und dafür habe ich normalerweise den Schlüssel noch. Der Schlüssel fehlt. Der fehlt gerade. Okay. Wann haben Sie den Schlüssel letzte Mal benutzt da in dem Schrank? Das letzte Mal, für den Schrank kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Wir waren ja gestern im Büro. Ich habe ganz normal abgeschlossen. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Wahrscheinlich. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Durch das Video war klar, jetzt haben wir auf gut Deutsch gesagt einen Monsterfall an den Haken. Weil jetzt geht es nicht nur um das Mädchen finden. Jetzt geht es darum, A, das Mädchen zu retten, was noch wichtiger ist. Und B, wir rechnen damit, dass wir heftige Gegenwehr haben werden, dass eventuell eine Entführung im Raum steht. Es sind so viele Denkmodelle momentan möglich, dass wir selber jetzt auch unter einem mörderischen Druck stehen.